weiß, dass es heißt, ich weiß nicht. So, da alle jetzt eingetroffen sind, fangen wir so langsam an. Wenn die Plätze gefunden wurden. Wunderbar. Ja, es mag etwas seltsam wirken nach fast eineinhalb Tagen, aber ich möchte euch jetzt dennoch ganz herzlich willkommen heißen zur offiziellen Eröffnung dieses Kongresses aus Anlass des 200. Geburtstages von Karl Marx. Mein Name ist Mario Kandeas, könnt ihr hier lesen, Direktor des Instituts hier an der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und das Interesse am Kongress war derartig groß, dass wir ursprünglich vorgesehenen Konferenztage einfach nach vorne ausweiten mussten, deswegen heute erst die Begrüßung, weil wir so viele Workshops noch unterbringen mussten, die wir einfach heute und gestern schon dann gehabt haben, insbesondere auch die Buchvorstellung. Deswegen diese späte offizielle Begrüßung. Und dennoch konnten wir nicht alles unterbringen. Wir konnten viele Bewerberinnen, die sich auf den Call für diese Konferenz beworben hatten, nicht berücksichtigen, weil wir einfach nicht genug Platz haben in diesem Gebäude und in den wenigen Tagen wollte ich sagen, aber es ist ja eigentlich ziemlich lang für einen Kongress. Das ist vielleicht die beste Botschaft oder die erste von diesem Kongress. Marx ist alles andere als ein toter Hund. Er zieht die vielen immer noch an, sie beziehen sich auf ihn. Der Marxismus und die Auseinandersetzung um die vielen Marxismen ist nach wie vor lebendig. Nach nur 2 Wochen mussten wir die Anmeldung zu diesem Kongress wegen Überfüllung schließen. Wir werden in den Stoßzeiten bis zu 1300, 1400 Menschen hier haben in den nächsten Tagen. Die Räumlichkeiten und die Nerven werden da schon ordentlich strapaziert werden. Daher bitten wir euch, seid nett zueinander, nehmt Rücksicht, achtet aufeinander. Es wird immer mal überfüllt sein. Vielleicht kommt ihr nicht in den Raum, wo ihr unbedingt den wichtigen Workshop oder die Person sehen wollt, die ihr sehen wolltet. Und es wird vielleicht auch nicht gerade der Beitrag übersetzt werden, den ihr wolltet. Also seid nicht enttäuscht, geht einfach in den nächsten Raum. Oder nutzt einen der vielen Streams, die wir überall aufgebaut haben. In dem Andrang und in dem großen Angebot an Workshops geht vielleicht ein bisschen unter, weshalb wir diesen Kongress eigentlich wollten. Natürlich, um Marx zu feiern, ist ja klar. Aber viele feiern Marx dieser Tage. Als großen Denker, als einer der größten vielleicht. Berühmtheiten, die sich nicht zu schade waren, Marx und Marxistinnen als Relikte öffentlich lächerlich zu machen oder totzuschweigen, die Marxistinnen aus der Forschungsförderung und von den Universitäten gedrängt haben, gönnen sich zum 200. Geburtstag eine Würdigung. Meistens übrigens recht positiv, abgesehen von der Bild oder ähnlichen Zeitungen, waren die meisten Würdigungen doch positiv. Auch die Filme, die jetzt über Marx gezeigt wurden. Meist betrachten sie Marx als eine historische Größe, als einen, der uns heute vielleicht nicht mehr ganz so viel zu sagen hat, aber wichtig war. Wir sehen das anders. Er ist immer noch wichtig. Einige rühmen immer noch seine brillante Krisentheorie, nennen aber seine politischen Perspektiven. Andere werden die von ihm und Engels inspirierten wirkliche Bewegung, den Kommunismus, für den Realsozialismus, für zahlreiche Gräueltaten den Gulag verantwortlich machen wollen und damit jede Sehnsucht nach einer anderen, nicht-kapitalistischen Zukunft als idealistisch und gefährlich brandmarken. In den letzten Tagen, just 1. Mai, 2. Mai, ging es besonders hoch mit diesen Nachrichten nochmal in diese Richtung auch. Wir nicht. Natürlich bedarf es einer kritischen Selbstreflexion, marxistisch inspirierter Politik, aber eben auch ihrer kritischen Rückgewinnung für eine radikale Perspektive der Emanzipation und Befreiung. Für das Einfache, was so schwer zu machen ist,
nämlich eine Zukunft, eine Hoffnung, die uns Antrieb sein kann, in hier und jetzt, um, ihr kennt den Spruch alle, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen ein Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Wir stellen deswegen die Frage, was es heute bedeutet, Marxistin zu sein. Immer das Sternchen mitgelesen, ja? Dazu gleich die Vorlesung des großen Intellektuellen Wolfgang Fritz Haug und das folgende Eröffnungspanel. Vielleicht darf ich an einem Punkt vorgreifen. Erstes Hauptmerkmal des Marxistseins, schrieb Lucien Sèvres, es ist kein bloßes Wissen, es ist das, was ich eine geschichtliche Individualitätsform nenne, eine praktische Lebensweise, wie sie die 11. Feuerbach-These definiert, die Welt zu verändern und in derselben Bewegung das Leben zu verändern. Damit sind wir beim Verhältnis von theoretischer und politischer Praxis, der Frage nach den Subjekten der Revolution, Transformation, wie immer wir es nennen, und der Kunst revolutionärer Realpolitik, wie Rosa Luxemburg es nannte. Gegenwärtig hat das viel, jedenfalls für uns, mit der Rückkehr der Debatte um die Klassen zu tun. Die Frage des politischen und der strategischen Neubestimmung einer inklusiven Klassenpolitik zieht sich daher wie ein roter Faden durch den Kongress. Auch wenn man ihn nicht mal sieht, weil es so viele Veranstaltungen sind, aber wir haben es versucht. Sie prägte auch das aktuelle Heft der Zeitschrift Luxemburg, der Stiftung hier, die vorne auch ausliegt. Eine inklusive Klassenpolitik, die die unterschiedlichen Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse nicht in falsche Gegensätze bringt. Denn nur zusammengedacht lässt sich der Knoten der unterschiedlichen Herrschaftsverhältnisse durchtrennen, wie Frigga Haug es mal nannte. Eine inklusive Klassenpolitik, die nicht nur die Aktiven einer breiten Mosaiklinken verbinden möchte, sondern über die üblichen Verdächtigen hinaus aktiv jene einbezieht, die von Politik nichts mehr erwarten, am stärksten die Bedrängungen kapitalistischer Entwicklung und Krise leben. Eine solche neue Klassenpolitik könnte als eine Art verbindender Antagonismus wirken, der die Klassenfrage in sozialistischer oder kommunistischer Perspektive aufhebt. Wir hoffen, dass diese Orientierung während des Kongresses auch immer mal wieder durchscheint. Einige der Veranstaltungen des Kongresses finden nicht hier im Hause statt, sondern in Kooperation mit dem Theater Hebbel am Ufer. Das HAU muss anders als wir allerdings Einnahmen machen, deshalb muss man sich dort Karten kaufen vor Ort, aber tut es trotzdem, denn wir haben dort interessante Veranstaltungen, zum Beispiel die Debatte um gefährliche Klassen oder das Filmprojekt Ceremony von Phil Collins, nicht dem Sänger, dem Filmemacher, zur Reise einer Statue von Friedrich Engels. Die Preise sind moderat, also macht davon reichlich Gebrauch. Wir hoffen auch, dass heute fast alle Referentinnen, die im Programm stehen, auch tatsächlich den Weg zu uns gefunden haben, denn in den letzten Tagen gab es immer wieder Probleme mit den notwendigen Visa. Leider auch eine nicht nachvollziehbare Ungerechtigkeit unseres Grenzregimes. Einer wird heute nicht mit uns sein. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, Elmar Altvater, theoretischer Lehrer, politischer Mitstreiter und Freund vieler von uns, ist vorgestern am 1. Mai nach langer Krankheit verstorben. Wir denken an ihn und wünschen Birgit, seiner auch intellektuellen Begleiterin und vielfachen Co-Autorin, viel Kraft für die nächste Zeit. Danken möchte ich auch jetzt schon allen, die den Weg hierher gefunden haben, nämlich euch, für die engagierten Debatten gestern und heute und in den folgenden Tagen und dass ihr so Rücksicht aufeinander nehmen werdet, wenn das alles so überfüllt sein wird. Danken möchte ich vor allem aber jenen, die man bei solchen Kongressen in der Regel nicht so sehr sieht, nämlich dem Organisationsteam, hier stellvertretend für alle, Thomas Sablowski und Lucien Wagner, unseren Finanzfrauen Uta Tackenberg und Michaela Klingenberg, unseren Veranstaltungsmanagement Ulrike Imhoff, Henning Obens und ihrem ganzen Team, den Übersetzerinnen, denen wir zwar öfter danken, aber die man trotzdem nicht sieht, die unsere Debatten auch überhaupt möglich machen. Aber auch unserem Auslandsbereich der Stiftung, der überhaupt mit der Finanzierung diesen Kongress möglich gemacht hat. Und die vielen, vielen Freiwilligen, es sind, glaube ich, insgesamt etwa 50 Personen, die an der Vorbereitung und Durchführung hier befasst waren. Aber jetzt widmen wir uns den beiden Eröffnungsveranstaltungen mit der Frage, warum Marxistin sein oder werden, falls jemand es noch nicht ist. Ihr habt noch Zeit.
Unter anderem mit Katja Kipping und Zhang Xuanli aus China. Danach den Film von Harun Faruqi und dem kleinen Fest oder Festakt für Frigga Haug zu ihrem 80. Geburtstag, unter anderem mit Gayatri Spivak und anderen. Und damit übergebe ich dann an Rainer Rilling, unseren Moderator und meinen Kollegen oder langjährig hier in der Stiftung tätig gewesen, heute Mitglied des Vorstandes der Stiftung. Ich wünsche uns allen viel Spaß und viele Anregungen. Macht's gut. Ja, der Spaß hat schon angefangen. Wir werden die Reihenfolge ändern. aus technischen Gründen, wie man so sagt. Deswegen würde ich bitten, Xiangyao und Katja, dass ihr nach oben kommt und Katja als Erste beginnt. Und dann unser Gast aus China und dann Wolf Haug am Ende. Da hat er ein offenes Ende und kann sehr lange sprechen, wie auch vorgesehen ist. Wir wollen das so machen, jeder und jede bis auf Wolf haben 20 Minuten und dann haben wir etwa 45 Minuten für Wolf vorgesehen und dann machen wir noch eine Diskussion. Wir haben uns jetzt ein bisschen verspätet, wir hoffen, dass wir das irgendwie arrangieren können. Ich denke nicht, dass das ein Problem ist. Einen schönen guten Tag von meiner Seite. Ich glaube, es hatte mich auch niemand verdächtigt, dass ich Mario bin, oder? Was heißt es eigentlich, Marxist zu sein oder Marxistin zu sein? Es heißt vieles. Es heißt vor allem nicht nur zu wissen und zitieren zu können, sondern zu denken und frei und unbefangen eine Sache zu durchdringen. Und ich würde es mal so sagen, Marxologen operieren mit Wahrheitssätzen, die sie dem MEW entnommen haben. Marxisten bemühen sich um Offenheit und eine immerwährende Reflexion ihrer Annahmen in den gesellschaftlichen Realitäten. Oder wie es der, Mario erinnerte schon an ihn, am 1. Mai leider verstorbene große Linke Elmar Altvater in einem Zeitinterview vor ein paar Jahren sagte, Zitat, ich habe meine Position stets überprüft und geändert. Ich habe es immer richtig gefunden, radikal zu denken im guten Sinne, als an die Wurzeln des Problems zu gehen. Zitat Ende. Radikal, auf den Grund gehen, offen für Irrtümer und offen für Neues, das ist für mich Marxismus. Und für mich gehört zum Marxismus ein weiteres Herangehen dazu. Das ist für mich der Feminismus. Für mich stellt sich die Frage über das Marxistsein auch als Frage nach dem feministische Marxistinsein. Und das heißt auch, sich in einem ständigen Widerspruch zu befinden. Und diese Widersprüche kann man nicht einfach glatt bügeln, sondern es gilt, mit ihnen zu arbeiten. Und das war für nicht immer von Anfang an so. Ich selber hatte angeregt durch Veranstaltungen mit Frigga Haug nachdenken müssen über mein erstes Outing als feministische Marxistin. Und mir fiel auf, um wie viel zaghafter mein Bekenntnis ausfiel, Marxistin zu sein. Und wie viel leichter es mir fiel, Feministin zu sein. Woran lag das? Nicht nur ich, sondern viele andere aus unserer Runde merkten, dass sie mit Selbstzweifeln konfrontiert waren. Wie viele Seiten Karl Marx muss man studiert haben? Wie viele Textstellen muss man auswendig und sicher zitieren können, um wirklich würdig zu sein, sich als Marxistin bezeichnen zu können? Schwierige Frage. Wir können jetzt mal eine Umfrage machen. Ja? Wie viele Textstellen, wie viele Zitate muss man mindestens auf Lager haben? Nicht nur ich war deswegen schwer begeistert von der Formulierung Marxistin im Werden. Marxistin im Werden, da musste man nicht fürchten, dass man irgendwann mal wegen einer falschen Zitatzuordnung dann am Ende als Aufschneiderin überführt wurde. Und zudem drückt im Werden so trefflich einen dialektischen Grundsatz aus, nämlich dass alles im Fluss ist, was für eine schöne Absage ans Metaphysische. Und in der Tat, auch unser Denken war weiter im Fluss. Beim weiteren Nachdenken fiel mir auf, dass das Bekenntnis, Feministin zu sein, nie zu der Frage geführt hat, okay, wie viele Zitate von wem, wie viele Seiten feministischer Autorinnen muss ich gelesen haben. Also hatte mich da womöglich auch eine fragwürdige Hierarchisierung innerlich zensiert. Eine Weltanschauung, die nach einem Mann benannt ist, da muss man sich schon würdig erweisen. Beim Feminismus reicht die Einstellung? Fragezeichen.
Ich kam also nicht umhin, mich zu fragen, inwieweit man als feministische Marxistin ein Doppelleben führt. Früh im Feminismus, abends im Marxismus, den Kampf gegen die herrschenden Produktionsverhältnisse und gegen die herrschenden Reproduktionsverhältnisse quasi als Multitasking immer hin und her switchen zwischen den verschiedenen Akteurinnenrollen. Ich habe eine Auflösung gefunden, eine dialektische, und deswegen kann ich heute voll Überzeugung sagen, ich verstehe mich als marxistische Feministin bzw. als feministische Marxistin im Werden. Anlässlich des 200. Geburtstags von Karl Marx wird nun nicht nur in Deutschland, sondern auf dem ganzen Globus über das Werk dieses Theoriebegründers, dieses Aktivisten und Vordenkers einer ganzen Bewegung, die Rede ist von der internationalen Arbeiterbewegung, geredet, geschrieben und gestritten. Da gibt es viel Lob, Anerkennung, aber auch Kritik. Und natürlich bleibt es auch nicht aus, dass einige den Wunsch nach ewiger Verbannung seiner Ideen formulieren. So titelte die Bild-Zeitung vor wenigen Wochen: Warum herrscht in Deutschland wieder Marx-Mania? Marx-Mania, das klingt fast ein bisschen, oder das erinnert zumindest an den ersten Satz des Kommunistischen Manifests: Ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus, ja, eins der meistgelesenen Schriften. Also wenn Karl Marx auch noch mit 200 Jahren den Redakteuren einer Boulevardzeitung so viel Angst macht, kann er ja nicht alles falsch gemacht haben. Heute geht es, das hat Mario schon klar gemacht, darum, an welchen Erkenntnissen und Errungenschaften wir anknüpfen können. Ich wollte mit meinem Beitrag dem Spieß etwas umdrehen und auch über das reden, wozu Karl Marx wenig geschrieben hat. Aber keine Angst, es geht mir jetzt nicht darum, als Feministin seine Schriften zu verwerfen, sondern es geht mir eher darum, sich auch auf eine Suche zu machen, wo bei ihm Sachen angedacht sind, an denen wir anknüpfen können und die feministische Marxistinnen, also Femmas, weiter nutzen können. Ja, über die Perspektive der Geschlechterverhältnisse hat Marx sehr wenige Zeilen verloren. Auch wenn sein Freund und Weggefährte Friedrich Engels im Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates versucht, die gesellschaftliche Unterdrückung der Frau über die Entstehung von Eigentum zu erklären, spielte die geschlechtliche Arbeitsteilung bei Marx eine untergeordnete Rolle. Und auch bei Engels führte die Verknüpfung der marginalisierten Stellung der Frau mit der Entstehung von Eigentum zu der Annahme, dass sich im Proletariat ja dann die Frauenunterdrückung auflösen würde, denn dort, wo ein Mangel an Privateigentum, an Produktionsmitteln herrscht, da dürfte es ja dann auch keine Unterdrückung mehr geben. Heute wissen wir, das ist eine dramatische Fehleinschätzung. Und nichtsdestotrotz haben beide einen wichtigen Forschungsansatz stark gemacht, nämlich, dass die Entwicklung der Gesellschaft mit den materiellen und sozialen Entwicklungen zu verbinden ist. Bei Marx bzw. in gemeinsamen Texten von Marx und Engels finden wir dann doch einige Sätze zur Perspektive von Geschlechterverhältnissen. So schreiben sie in der deutschen Ideologie, dass das Verhältnis der Frauen und Kinder zum Manne im Grunde das erste Sklavenverhältnis ist, in dem der Mann über fremde Arbeitskraft verfügt. Und ebenso beziehen sich beide in Die heilige Familie positiv auf den sehr starken und prägnanten Satz von Charles Fourier, wonach, Zitat, der Grad der weiblichen Emanzipation das natürliche Maß an allgemeiner Emanzipation ist. Der Grad der weiblichen Emanzipation als Maß für die allgemeine Emanzipation. Für mich ist das ein kategorischer Imperativ, einer von vielen. Ich komme später darauf zurück. Und als ich von diesem Satz hörte und ihn zusammen mit anderen feministischen Marxistinnen im Werden diskutierte, meinten wir immer wieder, es ist so schade, dass die beiden in ihrem weiteren Wirken diesen Gedanken so wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. Es hätte uns womöglich so mancher Kampf um Anerkennung der Frauenbewegung in der Arbeiterbewegung und ihren Parteien erspart geblieben wären oder zumindest erleichtert. Warum gerade Feministinnen Marx trotzdem ihre Aufmerksamkeit schenken sollten, haben viele engagierte Feministinnen herausgearbeitet. Das geschah nicht immer freiwillig. Denn das Bedürfnis, die vorherrschende Marx-Rezeption zu hinterfragen und sie auseinanderzunehmen, um sie dann wieder neu zusammenzusetzen, das war nicht nur reines theoretisches Interesse. Diese Auseinandersetzung entstand auch aus vielen schmerzhaften Erfahrungen, die Frauen sowohl in der Arbeiterbewegung wie in der Studierendenbewegung, auch der 68er, machen mussten. Denn innerhalb ihrer Organisation stellten sie fest, dass ihre Politik für sie ohne Folgen bleiben würde, wenn sie die männlich dominierte Politik nicht in Frage stellen würden.
Während die Männer Wortführer auf den Versammlungen waren, die Tagesordnung und die Aktion bestimmten, kümmerten sich die Frauen weiterhin mehrheitlich um die organisatorischen Aufgaben wie Kaffeekochen, das Schreiben der Protokolle, die Versorgung der Kinder. Alles wichtige und schöne und sinnstiftende und liebevolle Aufgaben, nur wundersamerweise ungerecht zwischen den Geschlechtern verteilt. Und sie stellten fest, dass ihre Arbeit im Kapitalismus nicht als Arbeit anerkannt wurde. Arbeit, die nicht entlohnt wurde, war demnach keine Arbeit. Marx selbst schrieb in seinen ökonomisch-philosophischen Schriften über den Arbeiter, Zitat, zu Hause ist er, wenn er nicht arbeitet. Und wenn er arbeitet, ist er nicht zu Hause. Dieses Zitat entzürnte einst viele Feministinnen, weil sie vermuteten dahinter, dass wieder die übliche Ignoranz gegenüber der Hausarbeit, so nach dem Motto, das bisschen Haushalt. Wir als feministische Marxistin wollen einladen, diesen Satz anders zu lesen und zu interpretieren. Es geht nicht darum, die Arbeit, die im Haus passiert, gering zu schätzen, sondern es geht vielmehr bei diesem Zitat darum, die Entfremdung in der kapitalistischen Produktionsweise zu unterstreichen. Dass das Private auch politisch ist und dass es schnell im Widerspruch zueinander stehen kann, wenn die Männer im SDS zwar die Befreiung von der Unterdrückung und Ausbeutung einforderten, zu Hause aber sehr wohl sozusagen es eine Art von Ausbeutung gab, war eine der weitreichenden Erkenntnisse auch in der 68er-Bewegung. Aufgrund der Ignoranz und den Leerstellen wendeten sich viele Frauen vom Marxismus ab. Doch einige von ihnen, diese mutigen feministischen Marxisten, nahmen sich Marx und machten sich seine wissenschaftliche Methode zu eigen. Sie arbeiteten entlang von Marx' Arbeitswerttheorie heraus, dass der Wert der wahren Arbeitskraft sich auch nach Kosten entwickle, die für die Reproduktion der Arbeitskraft nötig waren. Reproduktion, das meint auch die Kosten für Nahrung, Kleidung, Erholung, Sorge. Und es sei im Interesse der Kapitalisten, jene Kosten möglichst gering zu halten. Durch die gesellschaftliche Arbeitsteilung sind es die Frauen, die in entlohnter und nicht entlohnter Sorgearbeit eher für die Reproduktion der wahren Arbeitskraft zu sorgen haben. Dass ihre Arbeiten möglichst gering entlohnt werden oder ganz in den unentlohnten Privatbereich verlagert werden, ist im Sinne einer profitorientierten kapitalistischen Produktionsweise. Und hier sieht man, wie Patriarchat und Kapitalismus, also zwei Unterdrückungsverhältnisse, ganz wundersam Hand in Hand zusammenarbeiten. Und wenn zwei Unterdrückungsverhältnisse so Hand in Hand arbeiten, sollte das uns doch deutlich vor Augen führen, dass wir immer beide angreifen müssen und uns nicht die Köpfe darüber einschlagen sollten, was wir jetzt zuerst angreifen sollen, das Patriarchat oder den Kapitalismus. Wir werden es mit beiden aufnehmen müssen und wir tun es auch. Es ist also kein Zufall, dass die Arbeit am und mit dem Menschen auch heute noch im Vergleich zu anderen Arbeiten, Erwerbsarbeiten schlechter bezahlt wird und dass man vor allen Dingen in diesen Bereichen versucht, Personalkosten zu reduzieren. Ich will auf ein ganz aktuelles Beispiel verweisen. In Deutschland erleben wir einen Pflegenotstand. Der bringt nicht nur Krankenpflegerinnen und Pflegerinnen an den Rand ihrer Belastbarkeit, sondern es setzt auch die Gesundheit von Patientinnen aufs Spiel. Das war für uns als Linke ein klarer Anlass zu sagen, wir machen das zu einem Schwerpunkt und wir streiten für mehr Personal und wir stehen an der Seite der Beschäftigten, wenn sie zu Recht selbstbewusst sagen, mehr von uns ist besser für alle. Ein anderer marxistisch-feministischer Zugang entstand über die Bedeutung der Produktionssphären im Kapitalismus. Während im Produktionsbereich über die Ausbeutung der Arbeiten Profit geschaffen wird, dient der Reproduktionsbereich, wie eben beschrieben, lediglich der Instandsetzung der Arbeitenden. So entsteht natürlich eine Hierarchisierung der Tätigkeiten und auch eine Art Abwertung reproduktiver Tätigkeiten. Diese Abwertung geht natürlich immer damit einher, dass in Sonntagsreden sehr lobpreisend darüber gesprochen wird. Mit dieser Abwertung ist natürlich auch, diese Arbeiten, die abgewertet werden, sind historisch gesehen eher Arbeiten, die von Frauen geleistet werden. Und die Erwartungshaltung ist, das ist ja selbstverständlich, früher haben das die Frauen ganz umsonst gemacht, das muss ja dann heute nicht so stark bezahlt werden.
Dies alles analysierend gab es einige Debatten. Eine Debatte hat Silvia Federici angestoßen, als sie sagte, und weil das alles so ist, braucht es nun einen Lohn für die Hausarbeit, um darüber die Anerkennung auszudrücken. Ich finde, Federici hat damit eine wichtige Debatte angestoßen, aber die Forderung ist nicht zielführend. Denn die Bezahlung von Hausarbeit allein würde die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern ja nicht auflösen und womöglich die Stellung der Frau in der Gesellschaft noch manifestieren. Das konnte also nicht die Lösung sein. Wenn wir die geschlechtliche Zuordnung und die Arbeitsteilung auflösen wollen, müssen wir überhaupt erst mal die Bedingung schaffen, dass sich alle Geschlechter gleichsam in den verschiedenen Tätigkeiten einbringen können. Es geht also auch darum, die zeitintensive Stellung der Lohnarbeit anzugehen und Zeit zu schaffen für alle wichtigen Bereiche und Tätigkeiten. Und zu diesen wichtigen Tätigkeiten gehört neben der Lohnarbeit, man könnte auch sagen neben der Produktion der Lebensmittel und der Reproduktion, also der Produktion des Lebens, manche sagen auch Care-Arbeit dazu, noch Zeit für die politische Einmischung. Denn Politik käme vor die Hunde, wenn sie nur von Berufspolitikerinnen und Berufspolitikern vertreten wird. Es geht auch darum, Zeit zu schaffen für die eigene Weiterentwicklung, Zeit für Muse, Kunst und Bildung. Und diese Perspektive, die Für-in-Einem-Perspektive, wurde entwickelt von jener Frau, die wir auch heute Abend noch würdigen wollen, gebührend zu ihrem 80. Geburtstag feiern wollen, Frigga Haug. Schön, dass du da bist, Frigga. Wenn wir die Voraussetzung schaffen wollen, dass sich Männer und Frauen gleichermaßen in diesen vier Tätigkeitsbereichen einbringen können, dann heißt das, dass wir einiges grundlegend umkrempeln müssen. Und ich finde, die Bedingungen, die technischen Bedingungen, sind dafür so gut wie noch nie. Denn im Zuge des technischen Fortschritts wäre es heute bereits möglich, die Lohnarbeitszeit auf 4, maximal 6 Stunden pro Tag zu reduzieren und damit Zeit zu schaffen für die anderen Bereiche. Und wenn wir darüber reden, da reden wir jetzt nicht nur über ein Thema, was sozusagen im Frauenmagazin verhandelt wird, sondern eigentlich knüpfen wir da an einem Gedanken an, der schon bei Marx verankert ist, nämlich die Notwendigkeit von Kämpfen und Zeit. Und Marx schrieb in seinen Grundrissen, Ökonomie der Zeit, darin löst sich schließlich alle Ökonomie auf. Wieder ein aktuelles Beispiel, denn es wird wieder für Arbeitszeitverkürzung gekämpft. Und das Gute daran ist, dass in einer Branche, in der zu zwei Dritteln Männer arbeiten. Die IG Metall fordert zu Beginn des Jahres die Möglichkeit, dass die Stunden deutlich reduziert werden, zum Beispiel Zeit für Pflege von kranken Angehörigen zu haben oder Zeit für Kinder zu haben. Wie reagierte die sogenannte Arbeitgeberseite darauf? Geschult an Marx würden wir sie ja eher Arbeitskraftnehmerseite nennen. Also Rainer Dulger, der Gesamtmetallpräsident, kommentierte diese Forderung damit, mehr Geld fürs Nichtstun wird es mit uns nicht geben. Dass der Chef der Arbeitkraftnehmerseite die Pflege von Angehörigen oder die Erziehung von Kindern als Nichtstun bezeichnet, zeugt von seiner Beschränktheit. Dass aber in einer Branche, in der überwiegend Männer arbeiten, gestreikt wird, auch um mehr Zeit für Familie zu haben, das zeugt davon, dass in dieser Gesellschaft etwas in Bewegung ist und das stimmt mich optimistisch. Jetzt habe ich doch ziemlich viel über das gesprochen, was Marx geschrieben hat. Und ja, auch das Leben von Marx selbst bietet Anlass, nachzudenken über die Bedingungen von freier Entfaltung und Arbeitsteilung und über die Situation von politischen Flüchtlingen. Er selber sozusagen war oft politischer Flüchtling und die Not war sein ständiger Begleiter. Und er konnte auch nur deswegen so viel Zeit in sein Werk setzen, weil ihn sein Freund Friedrich Engels regelmäßig vom finanziellen Ruin bewahrte, weil seine Frau Jenny Marx zusammen mit der Haushälterin Helene Demuth vollständig die Erziehung der Kinder und die Organisierung des Haushalts wegtrug. Was Marx wohl zur Vier-in-Einem-Perspektive gesagt hätte? Hätte er mit spitzer Feder als Mann seiner Zeit dagegen polemisiert, wie er so gerne gerade gegen Wegbegleiter polemisierte? Oder hätte er darin den revolutionären Kern entdeckt, die dialektische Auflösung seiner Arbeiten zur Arbeitsteilung erkannt? Wir wissen es nicht. Aber was wir können mit Erkenntnissen, die wir der Lektüre seiner Werke verdanken, im Gepäck weiter daran arbeiten, und nicht nur in der Theorie,
sondern auch in unserer politischen Praxis. Wir können weiter uns dem großen marxischen kategorischen Imperativ stellen, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, kurzum ein verächtliches Wesen ist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Katja. Wir freuen uns sehr, dass Shuang Shang-Yi, die Professorin für Philosophie an der Fudan University in Shanghai ist. Sie ist dort unter anderem auch in einem Bereich tätig, der sich mit dem westlichen Marxismus beschäftigt, was auch damit zusammenhängt, dass sie sehr viel zu Lukasch, zu Bloch, zu Marx und zu einer ganzen Reihe von anderen Autoren publiziert hat und geforscht hat, auch in Bereichen wie Religionsphilosophie zum Beispiel. Und sie hat auch eine ganze Reihe von Publikationen, Analysen gemacht zu politischen und politisch-theoretischen Debatten in China und zu konkreten Utopien in China, woher sie kam, wohin sie ging und wo es sie jetzt vielleicht oder auch neu wieder gibt. Also ich freue mich wirklich sehr, dass du den weiten Weg genommen hast. Sie wird jetzt in einem chinesischen Kontext Reflexionen zu diesem Thema vortragen. Schön. Good evening, everyone. It's really a good honor for me to be invited here. So firstly, I will just take this opportunity to thank Luxembourg Foundation and especially to thank Professor Michael Bree to make this happen. I guess that when I am invited here, the expectation is that I could try to give some answers to this very difficult and very challenging question about why and how being a Marxist in the contemporary Chinese context. So what does the meaning of this contemporaneous? Maybe it's well known to all of you that this year marks the 40th anniversary of the Chinese project of reformation and opening. This means that within these recent four decades, because of the rapid development of market economy, the Chinese society has been wholly and deeply changed. And this also has brought about the widely acceptance of all kinds of liberalist ideas, especially the liberalist economic and political ideas. So with this as a background, how and why to be a Marxist? This is really very difficult. I don't know whether I can really give the answers, but I will try. I think that if we look back at the development of Marxist discourses and Marxist studies within the recent four decades, maybe I could say that there are at least three main reasons for us still to be Marxist. And also, there are deep difficulties with all of these three important reasons. The first thing, that's a battle between the so-called critical Marxism and dogmatic Marxism. Secondly, there has been the real arrival of very sincere Chinese interest in the Marxist criticism of capitalism. I will elaborate that a little further and try to say that why there has already been four important steps within this revival and what are the main challenges we are now faced up with from this perspective. And finally, or thirdly, and that's also the most difficult one, I would say that if you really want to understand what are the difficulties that the Chinese version of modern politics or the Chinese socialist state is now really faced up to, you need to go back to the Marxist tradition. Otherwise, you can never understand this and you will be kept in a kind of very dangerous deadlock. So these are the three main reasons. First, the battle between the so-called critical Marxism and
dogmatic Marxism. Back in the early 80s in the last century, there has already been a very important intellectual movement, and the movement is called by Chinese scholars as Neo-Enlightenment movement. That's also developed under the background of the new starting period of the Chinese project of Reformation. And it's within this movement that the Chinese scholars try to make use of all kinds of intellectual resources to build up a new picture about modern regional life, and also to make this kind of picture to be widely accepted by the ordinary Chinese people. And it's within this movement that there has been a group of Chinese scholars, especially the young Marxist scholars, try to use and try to borrow resources from the tradition from both Western Marxism and the Neo-Marxism of Eastern Europe. And there has been a lot of discussions about human alienation, about Marxist theory of freedom, about Marxist theory of human emancipation. And based on all of this kind of very courageous discussions, they try to build up a new image of Marx and a new image of Marxism. What are the results? I think, looking back at that, I would say that there has been two important results of this Marxist effort or Marxist participation in this movement, which is really for the idea of freedom and democracy. One is that Marxist resources really have been creatively used as a very important element to build this big idea of freedom and democracy. So in this way, critical Marxism has been a very important line within this movement of Neo-Enlightenment. Secondly, there has already been a very important change in the theoretical paradigm to do Marxist studies. And there are two main characteristics of this new emerging theoretical paradigm. One is that there is a clear awareness that there is no way for you to do Marxist studies only based on those textbooks. You have to base your researches on the very careful reading of the first-hand text of both Karl Marx and Friedrich Engels, and also all those later important Marxist thinkers. And secondly, there has been the deep awareness that you definitely need to know the whole intellectual background and whole intellectual history from early modern philosophy to German classical philosophy, and then to Marx and Engels, and then to all the contemporary Marxist thinkers. Otherwise, you can never figure out the theoretical strengths of Marxist ideas. So these are the first reason. I would say that the battle is still going on. It has not really ended, because presently there are still some Chinese Marxist scholars who are trying to do a kind of ideological researches. So how to really make the strength within Marxist texts, make it persuasive to the ordinary people and especially to the young people, this effort toward critical Marxism is still there. Secondly, the revival of the sincere Chinese interest in Marx's criticism of capitalism. It starts from the early 90s. It has experienced four main steps. I just try to make it brief, so I summarize it as four main steps. The first step is in the 90s in the last century, when China was struggling with very difficult international conditions. There has been the Chinese acceptance of the Marxist theories about world system, about development theory, about liberation theology. So all of this Marxist theory will tell the Chinese scholars that there has already been a preconditioned disadvantaged position for these developing countries like China. So you definitely need to wake up from the dream of just copying the Western mode of development in the contemporary Chinese context. This has started the beginning of this new revival of Chinese interest in Marxism, because it helped them to walk out the dream of this copying the Western model of development. Secondly, in the late 90s of the last century, especially with the dramatic change brought about market economy and the process of urbanization and modernization,
there has been deep, deep social problems emerging out. And we have the very difficult problem about countryside, about agriculture, about peasants. Then we have the very difficult condition with all the immigrant workers in the big cities. And we also have the dramatic condition of ecological crisis, and also the dramatic condition of the radical difference between the rich and the poor. So all of these are the real background for the Chinese scholars to become serious about Marxist theories of capitalism again. What does this mean? This means that even though the contemporary Chinese life is with traditional elements and is with some socialist elements, but more and more Chinese scholars became to know that this kind of Chinese version of modern life has been deeply and structurally shaped by the logic of capital. So if you really need to understand what's going on here, you need to understand how the logic of capital has become the defining principle of the modern version of Chinese life. And thirdly, in the first decade of the new century, there has been the strong Chinese interest in the Marxist theory about the new characteristics or the new defining feature of capitalism. So we have the Chinese acceptance of the new theory of empire, the theory of new imperialism, and all those kind of Marxist analysis of neoliberal capitalism and global capitalism. What's the result and why? The result is that with the development of this kind of Marxist discourses, there has been a strong tension within the Chinese mind between two pictures. On the one hand, there's a liberalist picture about this development of the regional modern life in the whole world. But on the other hand, there is this Marxist version of capitalism which are believed to be heading toward serious crisis and disasters. And then finally, after the crisis, which started from the year of 2008, there has been a lot of discourses about how to understand this crisis from the Marxist point of view. This time, what's really important is not the economic crisis. What's really important is that for the Chinese scholars and the ordinary Chinese people who are reading about Marx texts, especially Marx Capital, and they try to figure out why this kind of crisis will necessarily bring about the phenomena of populism. Why this kind of crisis have necessarily bring about the rise of left-wing politics in the well-developed countries. This means that this new interest in Marxist theory of capitalist crisis really has built up a new Chinese awareness about the deep weakness of democratic modern politics. So these are the four main steps of the Marxist analysis of capitalism that has been developed in the Chinese context. What are the difficulties? Why there has been this kind of development, but I still think that we are still locked in a very difficult condition. And if we looked very carefully at what's going on here, we can see that even though there has been the sober awareness about how contemporary Chinese life has been deeply structured by the logic of capital, there has not yet been the real concrete Marxist analysis of the Chinese social life from this perspective. Why? Because there have not yet been the real effective theoretical paradigm to do this. And in the sphere of economics, in the sphere of sociology, in the sphere of political science, Marxist theory is still being marginalized. So all of these are carried out by scholars either from the philosophical background or by those left-wing scholars, or we call it neo-left-wing scholars. And we have not yet really developed a kind of interdisciplinary theoretical paradigm that could help us
to do the real concrete Marxist analysis of the capitalist dimension of Chinese life. So that's the second question. Now, why Marxism has become really interested and has been continued, and why we have these deep questions and deep challenges with that. And the third reason is even more important. And I would say that if we really want to understand what are the challenges or difficulties or dangers that are faced up by the Chinese version of modern politics, you definitely need to know the whole tradition of Marxist theory of proletarian revolution and a socialist state. Ever since the 90s in the last century, there has been the phenomenon of the total omnipotence or total incapability of Marxist theory to participate in the discourses about the modern state in China. Because the traditional Marxist theory about either the socialist state as the dictatorship of the proletariat, or the modern state as the modern bourgeois state, has been widely believed as totally out of date. It's not relevant at all to what's going on there in China after this reformation. And because of this, in the area of political philosophy, or in the area of political theory, there has been this very strange phenomena. Firstly, there has been this rapid development of all kinds of liberalist model of political theory. And then, as a reaction to it, and as a necessary reaction to it, there has been the strong development and rapid development of all kinds of conservative argument against this liberalist model of modern politics. There has been the so-called phenomena of Chinese acceptance of Leo Strauss or Chinese acceptance of Carl Schmitt. And with this as the background, there has been the phenomena of the new emergence of political interpretation of traditional Chinese Confucianism. So with this, we seem have been locked in this kind of dichotomy. On the one hand, this is a very strong commitment to liberalist ideas, and they really want to provide a brand new theory about what would be the modern version of the state in China. And on the other hand, we have this kind of necessary reaction to this pole, and we're just stuck in these two poles. And this has been deepened ever since the crisis in the year of 2008, because then Marxism was invited back. As I just have mentioned, Marxist analysis of the new crisis that is going on in the context of global capitalism was developed by Chinese scholars as the Marxist criticism of the crisis of modern democratic politics. So it's not only the crisis about capitalist mode of production, but this kind of disaster which has been brought about, this crisis within this capitalist mode of production will definitely totally crush up that kind of very, very weak balance between modern democracy and capitalism. So democracy and capitalism, this kind of golden balance seems to be totally torn up to the Chinese mind, who has been strongly influenced by this Marxist perspective. And this has brought about the new phenomenon. This new phenomenon is that there has been this strong convergence between the Marxist critique of this new crisis in the global neoliberalist context and this conservative criticism of modern liberalism, especially the liberalist understanding of politics. So this seems to be a kind of deadlock that we are now stuck with. With this as a background, I would argue that we need to find a new way to go out of this kind of deadlock. You can never say that this is only the
only the possibility. Either you choose the liberalist idea or you choose this kind of conservative idea, and this kind of conservative idea could be then strengthened by the left wing, especially the Marxist criticism of capitalism. This would be very dangerous. And this means that the Chinese mind seems to be totally incapable to deal with the problem of modern politics again if you get totally locked in this kind of dead condition. And I would argue that for the Chinese Marxist scholars, the most difficult part now is to walk out of the total separation between the academic studies and the ideological languages. Because ever since the 80s, in the last century, especially with this effort toward critical Marxism, the real Marxist scholars self-consciously to be totally separated from the ideological discourses. So they just stuck in all kinds of Marxist texts and try to figure out what's really there. And we try to build up an authentic picture of Marx. And this authentic picture of Marx was opposed to the so-called cynicalized version of Marxism. And I think that this has been wrong. Because if you really want to understand why we have this kind of socialist state, you need to go back to the historical process that has brought it about. And this historical process starts from Marx and Engels' ideas of proletarian revolution and the open-ended question about what would be the exact nature of socialist state. And it's carried on by Mao Zedong in his definition of the so-called New Democratic Republic with the context of Chinese Revolution as the structural background. And it's renovated by Deng Xiaoping in the Reformation era into the theory of socialist state and try to redefine Chinese Revolution and then redefine what's the nature of socialist state. And if we really go back to this tradition, you need to have the Marxist background, the Marxist strengths, to figure out what's the important theoretical theme within this development of the ideological languages. What are the deep difficulties or dangers within this Marxist theory of the socialist state? And why these kind of difficulties? If you really understood that, especially for me, it's not purely Chinese difficulties. It's the general difficulties for the modern politics, but put in the special Chinese version. That would be the content of my lecture tomorrow morning, so I will not go a lot to that. But again, I would say that from the third perspective, or from the perspective of this third reason for us still to be self-conscious and fully committed Marxist scholars in the contemporary Chinese context, there are also very, very big difficulties, very challenging difficulties. I don't know how to really walk out this kind of dichotomy of ideological discourses and theoretical, critical, academic analysis. I know that that's needed, but I have not really figured out what would be the practical way to do this, because to some extent, you could be easily lost if you try to start to do this. And then you try to just draw resources from all these ideological languages, and since you draw these resources from the ideological languages, and how could you really do self-independent theoretical researches? So I don't know how to do this, but I do think that this would be a very important step for the Chinese Marxists to do it. So that's it. Thank you. Yeah, thank you very much.
Fritz Haug. Er hat uns im letzten Brief, Briefwechsel, den wir hatten, gesagt, ihr dürft nur sagen, er sei Herausgeber des historisch-kritischen Wörterbuchs des Materialismus und die Rosa-Luxemburg-Stiftung fördert das. Sonst soll ich nichts über ihn sagen. Ich halte mich dran. Und er ist gelegentlich zerstreut. Ich versuche, den Bogen zu schlagen, einer sehr gerafften Version dessen, was euch gedruckt vorliegt in der Broschüre. Ich hoffe, ihr habt sie. Das heißt, ich gehe 7 Schritte in der Frage, das wird deutlich, was damit gemeint ist, der Dialektik des Marxistseins. Genauer gesagt, der Dialektik des Marxistseins und Marxistinseins. Denn diese zweite Zutat ist sehr stark betont in dem Artikel. Vorab, die Idee, dieses Thema zur Aufnahme unter die Stichwörter fürs historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus vorzuschlagen, tauchte im Zusammenhang zweier Projekte auf. Des Artikels Marxismus und eines Vortrags zur Frage, ist es einfach, im Marxismus Philosoph zu sein? Dieser Titel drehte Louis Althussers Titel von 1975 um. Seiner war, ist es einfach, in der Philosophie Marxist zu sein? Statt Philosoph hätte es nun auch heißen können Theoretiker. Ja, vielleicht sogar kurz und bündig Intellektueller. Nachdem sich beim Marxismus, dem Marxismus-Artikel gezeigt hatte, dass dessen geschichtliche Laufbahn sich am besten ausgehend von seinen dialektischen Widersprüchen begreifen ließ, das muss man nachlesen, das behaupte ich jetzt einfach, lag es nahe, sich den individuellen Subjekten zuzuwenden, die diese Widersprüche zu leben haben. Der Marx'schen Dialektik-Auffassung folgend war zu versuchen, alles Gewordene im Flusse seiner Bewegung aufzufassen, als Werden, Bleiben oder Verlassen, und zwar praktisch dynamisch, als ein Arbeiten mit und ein Mitarbeiten. So die Vorbemerkung. Und nun 7 Schritte. Ultra kurz, die Genealogie führt zurück auf den Antimarxismus. Es waren die Gegner, die die Anhänger von Marx Marxisten tauften, um sie zu brandmarken und zu isolieren. Durch Umwertung wurde die Stigmatisierung schließlich zur Selbstbezeichnung, gipfelnd in der Gründung der Zweiten Internationale 1889. Zweitens, Motive und Wege des Marxistwerdens. Zur Blickschärfung gilt es vorab, das Sein im Marxistsein zu dynamisieren. Man hat sich, sagt Lefebvre, Henri Lefebvre, den ontologischen Modus, das Sein, statt wie Marx zufolge im Werden und der Bewegung vorgestellt. Man ist nicht Marxist, bestätigt Lucien Sèvres, man wird es. Denn Marxistsein heißt unaufhörlich eine Einstellung und eine Praxis zu erfinden. Damit ist eine durchgehende Seinsweise angesprochen. Doch wie ist es mit dem anfänglichen Werden? Jetzt kommen verschiedene Wege, widerständliche Wege. Eines der Muster folgt dem der Verwandlung eines Saulus in einen Paulus, also eines Verfolgers in einen Anhänger. So bereits im Falle von Franz Mehring, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, noch 1879, malt er das Schreckensszenario, ich zitiere, des Sieges des internationalen Kommunisten Marx über die Traditionen des nationalen Sozialisten Lassalle an die Wand. Doch schon 1993 veröffentlicht er die erste konzise Darstellung des historischen Materialismus und 1902 die erste Werkausgabe aus dem literarischen Nachlass von Karl Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lassalle, deren Bedeutung man gar nicht hoch genug ansetzen kann. Aus einem Brief einer der Gründerinnen der russischen Sozialdemokratie, die noch mit Marx korrespondiert,
hat Vera Sasulic, spricht die gleiche Erfahrung. Die meisten unserer jungen Freunde, etwa Trotzki, das füge ich hinzu, unsere Genossen, und zwar der Besten, haben das Studium der marxistisch-sozialistischen Literatur aufgenommen in der Absicht, unsere Argumente zu widerlegen und haben am Ende unsere Ideen angenommen. Brief an Engels. Jetzt intellektuelle Wege. Antonio Labriola beschreibt sich als einen, der lange Jahre hindurch mit der abstrakten Philosophie sich abgemüht hat, gerade durch die Philosophie selbst zum Sozialismus sich langsam bekehrt und sich dann sogar an der praktischen Propaganda beteiligt hat. Er ist sehr spät, kann man ihn auch in Deutschland entdecken, als einen der Mitgründer des Marxismus. In Deutschland ist 40 Jahre später Bertolt Brecht nicht aus Erbarmen mit den Proletariern zum Marxismus gekommen, sondern als Leser der Schriften von Marx, speziell des Kapital. Springe noch mal eine Generation, Rudi Dutschke, in der DDR aufgewachsen, in Opposition zum Staatssozialismus, der ihm das Studium verweigerte, wiederholt in West-Berlin das Abitur und zieht 1961 dorthin um, um Philosophie und Sozialwissenschaften zu studieren. Wir saßen zusammen im Seminar. Dort verwandelte er sich in gründlichster Lektüre der marxistischen Klassiker, beim jungen Marx angefangen, in einen Marxisten. Zweitens, 2.3, der Parteiweg. Nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs riss die Oktoberrevolution weltweit Millionen ins Magnetfeld der Parteien der sich neu gründenden kommunistischen Internationale und damit zu einem durch Lenin verdolmetschten Marx. Emblematisch ist Ernst Blochs Satz oder Ausruf, Ubi Lenin, Ibi Jerusalem. Wo Lenin ist, dort ist Jerusalem. Das antwortet auf Moses Hessens kommunistische Utopie des neuen Jerusalems, aber nicht als vom Himmel herabsteigende, sondern als irdische Neugründung an eine Vision, von der Bloch sagt, Hess würde sie heute, also damals, nicht nach Jerusalem, sondern nach Moskau verlegen. Georg Lukács schwankt 1970, ob der Erste Weltkrieg und die völlig negative Wirkung meiner persönlichen Kriegserfahrungen ausreichten, um meine Einstellung zu ändern. Jedenfalls war es dann die Russische Revolution und waren es die darauf folgenden revolutionären Entwicklungen in Ungarn, die mich zum Sozialisten machen. Für die folgende Epoche wurde Marxistsein weithin eine Frage des Kommunistseins und oft und zumeist sekundär im Verhältnis zu diesem. Freilich nicht sofort und nicht überall gleichermaßen. Wolfgang Abendroth zum Beispiel eignete sich marxistische Theorie an, um sie weiterzuvermitteln. Die kommunistische Jugend, der er angehörte, verstand sich als überparteilich orientierte Erziehungsgemeinschaft und wollte systematisch Schulungsarbeit betreiben, marxistische Literatur aufarbeiten und verbreiten. Wir wollten auf breiter Ebene für marxistisches Denken unter den Jugendlichen werben. Darin wurden wir selber erst systematisch geschult. Überhaupt fungierten Organisationen und Gruppen im Zuge des Aufkommens einer marxistisch orientierten Arbeiterbewegung buchstäblich als Schulen, in denen gelernt wurde, Marxist zu werden, so Hobsbawm. Lehren hieß Lernen in diesem Kontext. Diese Erfahrung, nun aber in Distanz zur Arbeiterbewegung, wiederholt sich später massenhaft unter Studenten, Schülern, Lehrlingen im Sog der verengend sogenannten Studentenbewegung und auch verengend auf 68 datierte Bewegung. Davor war für die Generation des Zweiten Weltkriegs der Widerstand gegen den Faschismus zur wichtigsten Antriebskraft geworden, Marxist zu werden. Wo immer eine kommunistisch geführte Widerstandsbewegung gegen die Nazis kämpfte, begegnete das Kommunistsein früher und öfters als das Marxistsein, notiert Säve. So etwa Gajo Petrovic als Gymnasiast, Marxist und Kommunist geworden. So in Italien Lombardo Radice und sein Freundeskreis als 20-Jährige, um gegen die Diktatur zu kämpfen. Und so kann man vielleicht doch sagen, eine ganze Generation. Und wo kommunistisch geführte Widerstandsbewegungen an der Befreiung vom Faschismus mitgewirkt hatten, führten auch in der unmittelbaren Nachkriegszeit
viele Wege zum Marxist sein. Es gab so etwas wie eine Hegemonie in einer ganzen Reihe von Ländern, eine Hegemonie der kommunistischen Parteien. So bei Althusser. Ich war bereits damals Kommunist, 1949, und als solcher habe ich versucht, auch Marxist zu sein. Das heißt, ich versuchte, so gut ich konnte, zu begreifen, was Marxismus heißt. Die Theorie war für ihn eine Dimension der Mitgliedschaft in der kommunistischen Partei. Nun, Bewegungswege. Oft führt der Weg über eine aufsteigende und ausstrahlende soziale Bewegung. Wo dies der Fall ist, können selbst erarbeitete theoretische Grundlagen und politisch-ethische Prinzipien und eine Haltung des Selbstdenkens ein entscheidendes Gewicht behalten, auch wenn sie sich die Einzelnen dann organisieren. Dass Clara Zetkin über Lassalle zu Marx gekommen ist, hat damit zu tun, dass diese das Bewegungsmoment innerhalb des historischen Materialismus verkörperte. So auch für Mehring und Luxemburg, die Ferdinand Lassalle gegen die marxische Kritik verteidigten. Die fast weltweite sogenannte 68er-Bewegung holte den Studenten Hans-Jürgen Krahl, einen der charismatischen Führer des SDS in Frankfurt, aus reaktionärsten Zirkeln über mehrere Stufen, bis er schließlich zur marxistischen Dialektik übergehen konnte. Im SDS erfuhr er, Zitat, zum ersten Mal, was es heißt, Solidarität, nämlich Verkehrsformen, die sich aus den Unterdrückungen und Knechtungen der herrschenden Klasse lösen. Verwandte Erfahrungen in jener Zeit gaben auch den Anstoß beim Marxistwerden gestandener Wissenschaftler, so bei Ute Osterkamp und Klaus Holzkamp. Die erste Begegnung, erinnern Sie sich, war eher defensiv, in Reaktion auf die Anforderungen der Studierenden, denen man sich stellen oder entziehen konnte. Das hat zugleich eine Verkehrung des Verhältnisses von Lehrenden und Lernenden mit sich gebracht. Wir saßen, also sozusagen schon die Professoren, saßen in den Lektüregruppen der Studenten und Studierenden und waren heilfroh, wenn wir um das Protokollschreiben herumkamen, weil wir zunächst kein Wort verstanden. Mit den Studierenden stürzten sie sich in das Projekt des Schülerladens Rote Freiheit. In den folgenden Semesterferien haben wir dann das Kapital noch einmal, jeder für sich systematisch gelesen und dabei Feuer gefangen, beziehungsweise wurden von dem Denken, das uns zunächst weitgehend verschlossen war, in umfassenden Sinn des Wortes ergriffen. Für die protestantische Theologin Dorothee Sölle fing alles damit an, dass der Psychiater Wolf ihr erzählte, dass die Amerikaner in Vietnam zwar nicht folterten, aber mit dem Tonband neben den Folterern aus anderen asiatischen Ländern standen und Aufnahmen von den erpressten Geständnissen der Vietcong machten. Das ist immer Zitat. In der Folge half ihr die Beschäftigung mit den Befreiungsbewegungen, mit der Imperialismustheorie, mit Erkenntnissen darüber, was sich eigentlich in der Dritten Welt abspielte, auch meine eigene Geschichte neu zu verstehen. Auschwitz war mit Auschwitz nicht zu Ende. Es ging weiter. Das war die Lektion. Sie hat mich nie wieder verlassen. Aus alledem erwuchs das politische Nachtgebet, das wir in Köln seit 1968 machten. Daraus entstand dann die europäische Sektion der Christen für den Sozialismus. Später, erzählt Sölle, wurde ich oft ungeduldig, wenn mich Gläubige fragten, bist du Marxistin? Das Beste, was mir dazu einfiel, war die Gegenfrage, putzt du dir die Zähne? Ich meine, nachdem man die Zahnbürste erfunden hat, wie konnte man die Propheten Amos und Jesaja lesen und nicht Marx und Engels? Mussten nicht wir jedes analytische Werkzeug benutzen, das uns die Ursachen der Ungerechtigkeit begreifbar und gleichzeitig die Opfer der Ungerechtigkeit als die möglichen Kräfte der Veränderung kenntlich machten, die den Bann für beide, Täter wie Opfer, brechen? Nun, Motive nach dem Werden, das Bleiben, des Marxist-Bleiben oder Marxistin-Bleibens. Nach den Gründen dessen Fragen stößt man auf seine Produktivität. Sie versteckt sich leicht unter Mantel vermeintlicher Selbstlosigkeit. Wie das Schicksal der Schwachen und Unterdrückten eines der kräftigsten Motive bildet. Ein dauerhafter Kern des Engagements für andere jedoch bildet sich in der Verschmelzung mit der Selbstverwirklichung in den gesellschaftlichen Bedingungen der jeweiligen Zeit. Nicht Karriere oder Zuwachs an Herrschaftsmacht können das leisten. Überwiegend diese als treibendes Motiv wird Marxist sein zur Fassade. Entscheidend ist der Zuwachs an eigenen Entfaltungsmöglichkeiten im gemeinsamen Verändern der Bedingungen mit anderen.
und an kultureller Produktivität im Modus der Solidarisierung. Davon hängt ab, welche Kräfteverhältnisse sich zwischen den unterschiedlichen und zum Teil gegensätzlichen Triebkräften in jedem von uns bilden. Denn das Individuum ist, wie Brecht gesagt hat, ein Dividuum, eine mehr oder minder kampfdurchtobte Vielfalt. Die vom Marxistsein freigesetzte, als Zuwachs an Handlungs- und Denkfähigkeit erfahrene Produktivität bedingt nun, welche Bestimmungen überwiegen und vielleicht noch, warum im konkreten Fall weder das privatökonomische noch das kooperatistisch beschränkte Klasseninteresse die Oberhand gewinnt, sondern eine, wie Gramsci das nennt, Hinaufarbeitung ins hegemoniefähig Allgemeine. Das ist im Grunde eine Übersetzung des leninischen Projekts aus Bastun. So besteht ohne aussichtsreiche Prämien und Positionen für Wolf-Dieter Narr das Faszinosum, als Marxist sich verhalten zu wollen, letztlich in seiner humanen Wahrhaftigkeit. Ja, mehr noch, Wahrheit. Das, was man gesellschaftlich will, was man angestrengt und lustig vertritt, lässt sich so überzeugen, wie dies möglich ist, geradezu kategorisch aus der Leidensgeschichte der Menschheit, den aktuell leidenden Menschen, im Sinne einer praktischen Erkenntnistheorie begründen und tun. Marxistsein verlangt in diesem Sinn eine die ganze Person fordernde, menschlich angemessene, materialistische Theoriepraxis. Diese gerade im Blick auf das umwälzende Ziel zugleich selbst schaffend. Soweit Narr. Ähnlich würde ich auch meine Erfahrung, Marxist zu sein und zu bleiben, schildern, nämlich als Entfesselung von intellektueller Produktivität, aber auf eine Weise, die diese zugleich unlösbar verbindet mit einer Gefahrendiagnose und einem Solidarisierungsprojekt, das ihr den Sinn gibt. Jetzt, was das Marxistsein den Lohnabhängigen im Ausgang des 19. Jahrhunderts und im 20. Jahrhundert gebracht hat, ist in der Internationale ausgedrückt, ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger. Fidel Castro baute darauf. In der Masse des Volkes gab es Bettler, Arbeitslose, Hungernde, die Antikommunisten waren. Sie wussten weder, was Sozialismus war, noch wussten sie, was Kommunismus war. Aber es war offensichtlich, dass diese Masse an Armut, Ungerechtigkeit, Erniedrigung und Ungleichheit litt. Denn das Leiden des Volkes zeigt sich nicht nur in materiellen, sondern auch in moralischen Begriffen. Alle sehen dich an wie eine Null, halten einen für unbedeutend. Dieser da ist alles, du bist ein Nichts. Was Castro für die Volksmasse und seine eigene Rolle als die eines akademisch gebildeten Intellektuellen sagt, verhält sich nicht anders in der Arbeiterklasse. Ohne Zutun der Intelligenz, sagte Leszek Kolakowski, kann die Arbeiterklasse sich nur schwer vom kulturellen Einfluss des Kleinbürgertums befreien. Und er versäumt nicht hinzuzufügen, dass ihrerseits sich die Intelligenz nicht von ihrer geistigen Abhängigkeit vom Kapitalismus befreien kann, ohne ihr Leben mit dem Schicksal der Arbeiterklasse zu verbinden. Für die Lohnarbeitenden bedeutet das Marxistsein, wo es kollektiv geteilt wird, die Verwandlung von Konkurrenten in Genossen und die Verwandlung der individuellen Ohnmacht in Klassenmacht. Sie erfahren sich zugleich zur Mitwirkung an Selbstvergesellschaftung gerufen und durch die geschichtsmaterialistischen Antworten auf die Grundfragen der Philosophie ins avancierte Bewusstsein der Epoche katapultiert. Der britische Dramatiker George Bernard Shaw beschreibt sich als ein Niemand voller Ressentiments und Schamgefühle, bis ich das Kapital las. Karl Marx machte aus mir einen Mann. So könnte Rosana Rosanda zwei Generationen später nicht sprechen. Karl Marx machte aus mir eine Frau. Doch beschreibt sie eine ganz ähnliche, von der Marx-Lektüre ausgegangene Verwandlung ihrer selbst. Man muss sich vorstellen, diese Frau, die als Mitgründerin und Chefredakteurin von Il Manifesto und vor allem durch ihre Leitartikel und Kommentare weltberühmt geworden ist, sich als farbloses Mädchen erfahren hat, bevor sie im von Faschismus und Weltkrieg heimgesuchten Italien durch die Lektüre einiger Schriften von Marx und Lenin aus dem Rückzug in die Religion der Kultur und aufs Persönliche herausgerissen wurde.
Die Lektüre vermittelte ihr eine Kenntnis, die keinen Aufschub mehr duldete. Immer wieder stellte ich Zusammenhänge her zwischen Wörtern, Schweigen, Ereignissen, an denen ich gewollt blind vorbeigegangen war. Ich las alles, einiges mehrmals. Vorbei war es mit meiner Unwirkbarkeit. Ade, nüchterne, laue Zukunft, löbliche Ambitionen. Ade, Unschuld. Vielen Kunstschaffenden, darunter den bedeutendsten ihrer Generation des 20. Jahrhunderts, erschloss das Marxistsein einen Wirklichkeitsbezug ihrer Werke, der ihrer Produktivität erst zu geschichtlicher Wirksamkeit verhalf. Der Satz des Dichterphilosophen Brecht, als ich das Kapital las, verstand ich meine Stücke, hält mitten in den Schrecken des Jahrhunderts diese Erfahrung fest. Sonst wäre er ein nihilistischer Intellektueller geblieben. Für den Komponisten Hans-Werner Henze standen am Anfang Impulse wie dieser aus der künstlichen Isolierung, die dem Künstlertum in unserer Zivilisation zugemutet wird, auszubrechen. Er beschreibt sein Marxistwerden als einen Weg, gepflastert mit Lernschwierigkeiten, Zögern, Besorgnis, spontanen Entschlüssen, Momenten von Rückgang und Rückschlag, angestoßen vom Verlangen nach Klarheit über die Zusammenhänge zwischen dem sozialen Elend der Massen in der Dritten Welt und der moralischen Verelendung der Individuen im System der technologisch hochentwickelten Zentren des Kapitals. Künstler bringen das Marxistsein dazu, sich in ihrer Widersprüchlichkeit zu begreifen, ihre Schwierigkeiten in das Werk und das Tagewerk einzubringen, das Arbeiten auf die neue Wirklichkeit und einen neuen kämpferischen Realismus hinzuentwerfen und es in seinen Inhalten auf diese Zukunft vorzubereiten. Nun das vierte Kapitel, Theorie und Praxis. Die Theorien von Marx, Engels und ihren Nachfolgern konnten und können nach Frank Deppes Einsicht nur insoweit zu einer geschichtsmächtigen oder bescheidener praktisch relevanten geistigen und politischen Macht werden, als sie von großen sozialen und politischen Bewegungen gleichsam als Emanzipationstheorie rezipiert, übersetzt und anerkannt werden. Diese Verbindung hebt den Marxismus über eine bloße Denkrichtung hinaus und trägt den marxistischen Individuen auf, sich in beidem zu bewähren, der Theorie und den Klassenkämpfen. Die Einheit von Theorie und Praxis zählt daher zu den Grundforderungen ans Marxistsein, das dadurch mit einer Reihe von Widersprüchen aufgeladen wird. Die Erfahrung, dass Theorie und politische Praxis, organisierte Praxis, nicht nahtlos zusammengehen, sondern teilweise gegensätzlichen Regeln folgen, begleitet das Marxistsein von Anfang an. Im Manifest kündigt sich 1847 das vier Jahrzehnte später zum Zuge kommende Marxistsein in der Verkleidung des Klassenverrats bürgerlicher Intellektueller an. Wann immer, heißt es dort, der Klassenkampf sich der Entscheidung nähert, nimmt der Auflösungsprozess innerhalb der ganzen alten Gesellschaft einen so heftigen Charakter an, dass ein kleiner Teil der herrschenden Klasse sich von ihr lossagt und sich der revolutionären Klasse anschließt, also Klassenverrat begeht, vom bürgerlichen Standpunkt. Namentlich ein Teil dieser Bourgeois-Ideologen, welche zum theoretischen Verständnis der ganzen geschichtlichen Bewegung sich hinaufgearbeitet haben. Was hier theoretisches Verständnis der ganzen geschichtlichen Bewegung heißt, beinhaltet, was künftig weithin unter Marxismus verstanden werden wird, nämlich die marxistische Theorie, aber unter Absehung von ihrer in einer Bewegung und ihrer Organisation verankerten Praxis. Dass sie als Theorie für sich genommen, im Sinne von Deppe, einen Selbstwiderspruch darstellt, verschwindet in dieser falschen Selbstverständlichkeit. Damit geht ein weiterer Widerspruch einher. Die theoretische Bildung als Bedingung trägt ins Marxistsein von Nicht-Theoretikern einen Moment der Fremdheit, Inkompetenz, gemischt mit Unterordnung. Entsprechend fremdelt die Arbeiterbewegung angesichts der Theorie, was sich immer wieder als Ambivalenz bemerkbar macht und sich zur intellektuellen Feindschaft, begleitet vom Gegenextrem des Kultus um politisch-intellektuelle Führer, steigert. Achtung und Verachtung der Intellektuellen gehen dann häufig Hand in Hand. Indem das Marxistsein den Einzelnen das ihnen mögliche Maß von Wissenschaftlichkeit abfordert, ungeachtet dessen, dass Wissenschaft in den ersten 100 Jahren für die meisten des Marxismus, für die meisten eine fremde Welt war, trug es zur monopolistischen Zusammenziehung der theoretisch-wissenschaftlichen Kompetenz an der Führungsspitze der Organisationen oder und in den beglaubigten Autoritäten der Vergangenheit, Karl Marx und Friedrich Engels und dann Lenin, trug es dazu bei.
In Reaktion darauf proklamierte Karl Korsch 1934 das Gegenextrem, allen von Marx und den Marxisten seit mehr als 80 Jahren zu dem Ganzen einer revolutionären Theorie und Bewegung verbundenen Elementen gegenüber, sich rücksichtslos auf den Boden der gegenwärtigen praktischen Brauchbarkeit zu stellen. Aber wo ist denn dann der Unterschied zu dem, was Lukács als den Einzug einer manipulierenden Richtung in den Marxismus-Leninismus unter Stalin begreift? Gegen Hans-Heinz Holz, der Stalin trotz aller Entfremdungserscheinungen einen großen Theoretiker als großen Theoretiker anerkannt sehen möchte, betont Lukács mit Nachdruck, dass der große Sprung, der sich zwischen Lenin und Stalin abspielte, gerade darin besteht, dass die allgemeine Theorie zu einer Garnierung, einem Überbau, einer Verschönerung absinkt, eine Vorherrschaft des Taktischen vor dem theoretisch-prinzipiellen, die den Niedergang beider besiegelte. Wie also eine richtige Balance finden in diesem Widerspruch? Die Divergenz dieser beiden Dimensionen des Marxismus, die sich zu Gegensatz steigern kann, begreift Adam Schaff als Anlage für ein wirklich dialektisches Verhältnis wie aus dem Lehrbuch. Eine Dialektik, die leider zumeist ignoriert wird. Dies steigert sich dadurch, dass die beiden Funktionen des Marxismus aufgrund ihrer relativen Autonomie von zwei gleichermaßen unterschiedlichen Gruppen repräsentiert werden, den Theoretikern und den Politikern. Wobei im immer selteneren Fall beide Funktionen, wie er sagt, in einer Person zusammentreffen, während normalerweise Arbeitsteilung herrscht. Durch die Art nun, wie Lenin beide Funktionen in sich vereinigte, riss aber genau diese Personalunion sie unheilvoll auseinander. Dieses scheinbare Paradox bezeugt die zu Unrecht in Deutschland vergessene Angelika Balabanow, eine der großen Revolutionärinnen und Polyglottenrednerinnen des frühen 20. Jahrhunderts und neben Alexandra Kollontai und Nadeschda Krupskaja eines der drei weiblichen Gesichter der Revolution und der jungen Sowjetmacht. Hier folge ich Schüttrumpf. Organisatoren der von Zetkin inspirierten Zimmerwalder Bewegung war sie, also gegen den Ersten Weltkrieg, ne? Später Sekretärin der jungen Kommunistischen Internationale. Diese Balabanow haderte zunehmend mit der zynischen Diskrepanz von Worten und Taten der Bolschewiki. Nach der Niederschlagung des Kronstädter Aufstands und dem Kurswechsel hin zum Staatskapitalismus der neuen ökonomischen Politik verließ sie 1921 die Sowjetunion. In enger Zusammenarbeit mit Lenin hat sie erfahren, wie sie schreibt, wie aus dessen in Theorie und Praxis bedenkenlos befürwortetem Grundsatz, der Zweck heiligt die Mittel, allmählich der Vorbehalt schwand. Das Mittel wurde zum Zweck. Als größtes und gefährlichstes Missverständnis gilt ihr, wenn die aus jener prinzipiellen Prinzipienlosigkeit resultierende Karikatur dessen, was Marx und Engels unter Kommunismus verstanden, mit dem Marxismus identifiziert wird. Zu den Lehren aus der Geschichte gehört, ich zitiere jetzt Leisewitz, dass die Verbindung von Wissenschaft und Politik immer nur als Spannungsverhältnis und nicht als eines der direkten Überführung des einen in das andere existieren kann. Diese beiden Bereiche gehorchen unterschiedlichen Logiken und ihre jeweilige Verbindung ist bedingt durch die gesellschaftliche Arbeitsteilung. Und die Arbeitsteilung ist überdeterminiert durch unterschiedliche Klassenlagen in einem Herrschaftssystem. Das macht dieses Verhältnis von Theorie und Praxis so komplex. Hinzu kommt, dass die Diskussion von Intellektuellen geführt wird, die zumeist keinen marxistischen Begriff von ihrer Funktion haben, der ihre Aufgaben und ihre Grenzen fasst und ihnen marxistische Legitimität verleiht. Man musste sich quasi schämen, bloß Intellektueller zu sein. Bei der Frankfurter Tagung Kommunismus Reloaded, 15 Jahre her oder wie viel, sprach ich einen der führenden Intellektuellen der britischen Trotzkisten auf sein intellektuellen Dasein an und erhielt die schneidende Antwort im Plenum: I am no intellectual, I am a communist. Mit solchen für die ersten drei, dazu der trotzkistischen internationalen charakteristischen Fehlen eines theoretischen Begriffs für den Status ihrer Intellektuellen, hängt das Fehlen einer Theorie der Führung zusammen.
und dem Schlaf der Vernunft, die es versäumt, diese doppelte Abwesenheit im theoretischen Selbstverständnis zu reflektieren und aufzuheben, entstiegen die Ungeheuer der sich verselbstständigenden Führung, flankiert von Anti-Intellektualismus, Bürokratismus und Gewalt. Erst Gramsci, basierend auf Labriolas Vorarbeit und dessen Schüler Croce, wird die unheilvolle Lücke füllen und erst viele Jahre nach seinem Tod wird sein Werk in Wellen rezipiert. Er weist aufs intellektuelle Moment hin in allem Marxistsein, mit dem den Alltagsverstand verstörenden Satz: Alle Menschen sind Intellektuelle. Gefolgt von der begrifflichen Brücke zum gesunden Menschenverstand. Aber nicht alle Menschen haben die Funktion von Intellektuellen. Das heißt, man kann also zwar von Intellektuellen reden, fährt er fort, nicht aber von Nicht-Intellektuellen, weil es Nicht-Intellektuelle nicht gibt. Wir sind Homo sapiens, wir sind das intellektuelle Tier. In Wirklichkeit gibt es nur unterschiedliche Grade spezifischer intellektueller Tätigkeit. Alle gesellschaftlichen Klassen bilden im Grad ihrer Bewusstwerdung ihre eigenen Intellektuellen aus. Die spezifische Funktion der kommunistischen Intellektuellen hat in den 1960er Jahren vor allem Kolakowski im Blick auf die staatssozialistischen Länder hervorgehoben. Diese Intellektuellen schaffen die theoretische Grundlage für die politische Bewegung und müssen sie ständig dem neuesten Stand der Wissenschaft anpassen, damit die Theorie immer der aktuellen Situation entspricht. Folglich sind sie nicht bloß Helfer der Arbeiterbewegung, sondern eine unerlässliche Bedingung ihrer Existenz. Die Erfüllung ihrer Aufgabe, der Gegenwart entsprechende Grundlagen für die politische Aktion wissenschaftlich zu erarbeiten, kann nur ein kollektives Werk der kommunistischen Intellektuellen sein, so eben eine Generation vor uns jetzt, Kolakowski. Nun zur Antinomie des Marxistseins. Das ist mein Kapitel 5 von 7. Das 7. ist dann ganz kurz. Neben Labriolas Überlegungen verdanken wir Rosa Luxemburg, eines der frühesten Dokumente des Nachdenkens über Widersprüche des Marxistseins. Und zwar als Voraussetzung dafür, dass die Theorie von Marx überhaupt zur Bewusstseinsform der Arbeiterklasse werden kann und zum Element der Geschichte selbst werden kann. Wobei aber die Bedürfnisse der Arbeiterbewegung noch nicht für die Verwertung der marxischen Gedanken ausreichen, die als wissenschaftliche Leistung ein riesenhaftes Ganzes in sich sehen. Wohlgemerkt, dieser Text ist am Anfang des vergangenen Jahrhunderts geschrieben, also nicht in der Gegenwart. Luxemburg nennt diese Diskrepanz die Rache der von Marx theoretisch aufgedeckten sozialen Daseinsbedingungen des Proletariats an den Schicksalen der marxischen Theorie selbst. Dieses Zurückhängen der Bewegung hinter ihrer, sprich der marxischen Theorie, hat nun seinen Grund in der revolutionären proletarischen Realpolitik. Hier tangiert Luxemburg einen weiteren Widerspruch allen Marxismus. Nicht nur sind die geborenen Führer der Bewegung lange schon verschwunden, also die Marx und Engels und Lenin, sondern mehr und mehr verschwinden die konkreten Bedingungen, auf die sich ihre Analysen und Praktiken und Taktiken bezogen. Die Bewegung ist ins Wasser der Geschichte geworfen und muss schwimmen lernen. Progressives Marxistsein zeichnet sich längst dadurch aus, dass es sich nicht nur in die ablaufenden Kämpfe einschreibt, sondern sie kritisch zu denken und zu verändern vermag, so Lucien Sève. Dieser Sachverhalt hat eine Antinomie ins Marxistsein eingezogen, dem marxischen Grundimpuls treu zu bleiben, aber das heißt, über Marx hinauszugehen. Auch die treueste Übersetzung dieses Impulses in veränderte Verhältnisse verlässt oder verrät das Original. In der Tat genügt es nicht, Marxist sein zu wollen, sagt Schaff. Man muss es auch können. Sprich, man muss eine Kompetenz haben, die genetisch mit den Auffassungen von Marx und seiner Nachfolger zusammenhängt. Doch wie, wenn die Klassiker die Situationen und die neuen Probleme nicht vorausgesehen haben? Das ist alles Reflexion nochmal von Schaff aus Ende der 70er Jahre. Dass dann jene Frage sich immer aus Neuer stellt, begründet Marxist sein als prekäre Identität. Außen- und Innensicht fallen hier ganz besonders auseinander. Wenn der afrikanische Philosoph Paulin Antoine sagen konnte, in feindlicher Umgebung sei man immer der Marxist für irgendjemanden, so geht es im Marxismus umgekehrt zu. Man ist dort immer der Nicht-Marxist für jemanden. Jede Veränderung bricht das Tabu, das über Marxistsein liegt.
Sie erfolgt im Ungewissen, mit ihrem Verlangen nach Klarheit und Kohärenz. Sie droht, ihr Subjekt zu momentan Gesetzlosen zu machen. So erging es zum Beispiel dem US-Soziologen Alvin Goldner als einem, der den Marxismus marxistisch reflektierte. Sehr lesenswert. Was zum Salto Fatale zu werden droht, ist die im Ernst unvermeidliche Unterscheidung zwischen konstituierendem und konstituiertem Marxismus, wie Saif das nennt. Doch mit dieser Benennung ist natürlich das Problem nicht gelöst. Es stellt sich ja jeweils konkret. Um gegen den alle Verhältnisse permanent umwälzenden Kapitalismus kämpfen zu können, muss auch jeder geronnene Marxismus periodisch zugunsten einer Theorie-Praxis-Auffassung überschritten werden. Denn diese Fassung muss auf den Verhältnissen auf der Spur bleiben. Alles Marxistsein muss sich in dieser Dialektik bewähren. Immer ist es in Gefahr, ihr Subjekt in die lächerliche Gestalt der Ein-Mann-Partei oder in die Plage einer Sekte zu verwandeln. Doch im Erfolg solcher schöpferischen Vergegenwärtigungen in Gestalt der massenhaften Aneignung des von ihr hervorgebrachten, spricht jetzt Gramsci, aber man kann es auch auf Gramsci selber beziehen, erkennt Gramsci eine philosophische Tatsache, viel wichtiger und origineller, als wenn ein philosophisches Genie eine neue Wahrheit entdeckt, die Erbhof kleiner intellektuellen Gruppen bleibt. Nun kommt das Kapitel Marxistenverfolgung. Da lasse ich einiges weg. Erzähle aber das Stück, was ihr vielleicht am wenigsten vor Augen habt. Noch 1968 machten die Theologen um Dorothee Sölle, die in Köln das ökumenische politische Nachtgebet ins Leben gerufen hatten, ähnliche Erfahrungen. Nachbarn hörten auf zu grüßen. Gespräche verstummten. Freundschaften lösten sich auf, Geschäftsbeziehungen gingen zurück, die beiden großen Kirchen verhielten sich bemerkenswert einmütig, Raumverbot, falsche Berichterstattung, mündliche Hetzkampagnen, ausgeübter Druck auf die Massenmedien, Versetzung oder Nichtanstellung von jungen Pfarrern. So, das beschreibt die Zustände an der Universität und in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft. Eine spezielle Zuspitzung erfuhr dieses Konfliktpotenzial, als die nach 68er Welle der zweiten Frauenbewegung die Gewerkschaften, Kirchen und die als marxistisch sich verstehenden Organisationen und Institutionen erreichte. Katja Kipping hat davon gesprochen. Wo immer die Frauen die Hälfte des Himmels oder sogar insgesamt andere Geschlechterverhältnisse in Theorie und organisierter Praxis forderten, kam es zu Ausschlüssen oder Abspaltungen. In einer ganzen Reihe europäischer KPen und Gewerkschaften und einigen Zeitschriften, etwa in der New Left Review, selbst der von uns verehrte Wolfgang Abendroth, kündigte dem Argument für einige Zeit die Freundschaft, als wir mit Frigga an der Spitze eine autonome Frauenredaktion gründeten. Solcher Skandal war das. Marxistenverfolgung sozialistisch. Vor Verdammung und Verfolgung waren Marxisten aus der eigenen Seite nicht sicher. Bei der Stalinisierung der Sowjetunion und der Parteien der Komintern war der Marxismus, wie Mandel zu Protokoll gibt, und waren die lebendigen Marxisten mit die ersten Opfer. Ist die Staatspartei ideologische Falle erst einmal zugeschnappt, bezahlen gerade die politisch-theoretisch produktiven Individuen ihr Marxistsein mit Einsamkeit in ihrer kollektiven Identifikation, die sie antreibt. Denn Marxist ist und ist man nicht allein. Die Wirkung brachte die kommunistischen Organisationen und auch die Gewerkschaften um einen Gutteil ihrer kollektiven Intelligenz und ihres Einflusses. Näher an unserer Gegenwart. Zu den Torhütern, die überall dicht machen, kommen unter liberalen bürgerlichen Verhältnissen die verschlossenen Ohren der Adressaten. Wenn man mit Heinz Jung nach der Devise handelt, dass man Kommunist oder Marxist sein kann, nur wenn man sich gegen die Menge stellt und für die Veränderung ihrer Meinungen kämpft. Als kollektive Auffassung kann das zur Devise einer Organisation werden, der das Sektendasein droht. Als individuelle schlägt sie die selbstdenkenden Marxisten mit doppelter Fremdheit. Als Marxisten sind sie fremd in kapitalistischer Gesellschaft, als autonome Intellektuelle fremd unter Marxisten. Nach der Entstalinisierung im Staatssozialismus blieb die staatsideologische Grundstruktur erhalten, auch wenn sie nicht mehr unmittelbar blutig war. Bloch, der bedeutendste marxistische Philosoph der DDR, ja einer der weltweit bedeutendsten des 20. Jahrhunderts, fand sich 1961, jetzt zitiere ich aus einem Brief an den Präsidenten der Akademie der
Wissenschaften. Also, der große Ernst Bloch fand sich in Isolierung getrieben, hatte keine Möglichkeit zu lehren. Der Kontakt mit Studenten wurde unterbrochen, alles wörtlich, und er konnte im eigenen Land nichts mehr publizieren. Kurz, alles war darauf gerichtet, ihn in Schweigen zu begraben. Ihm wurde seine Ausstrahlung in Fragen der ethisch-politischen Substanz des Marxistseins zum Verhängnis. Am Umgang mit der Antinomie des Marxistseins in der DDR unterschieden sich die Wege Wolf Biermanns und seines Lehrers Wolfgang Heise. Beide scheuten nicht zurück vor der nötigen Kritik an der DDR-Führung. Doch während Biermann sie offensiv vertrat und den Konflikt suchte, ging es Heise, wie auch Helmut Seidel in Leipzig und Lothar Kühne, wiederum in Berlin darum, den langen Atem für Veränderungen im Land und in der Partei zu haben und dafür zu wirken, durch ihr Denken, Schreiben und vor allem Lehren. Exemplarisch lebte Heise die gleichzeitig ungleichzeitige Existenz von Kritik und Orthodoxie, wie Renate Reschke das formuliert hat, orthodox aber nicht im Sinne des Marxismus-Leninismus, sondern Luxemburgs, nämlich des weiterdenkenden Anschlusses an Marx. Genauso praktizierte es Helmut Seidel in seiner Habilitationsschrift von 1966. Bezeichnenderweise konnte diese Schrift erst posthum und nach dem Untergang der DDR nun aber nicht mehr geschichtswirksam veröffentlicht werden, fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Kolakowski hat in den 1960er Jahren den Konversionsmechanismus analysiert, dem er später selber nachgibt. Die Dissidenten des stalinistischen Kommunismus wurden leicht zu Renegaten, da es keine bedeutende Kraft gab, die ihre Kritik im Rahmen des sozialistischen Gedankens halten konnte. So der Weg des von der DDR-Führung nicht ein-, sondern ausgesperrten Wolf Biermann, dessen Kritik zum totalen Bruch führte und inzwischen in blanken Hass gegen allen Marxismus und Sozialismus übergegangen ist. Doch die Kritik Heises und Habermanns an seiner Konversion hat er anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde, mit der ihn, ich glaube die Formulierung ist von Rainer Rilling, die bundesrepublikanische Belohnungskultur bedacht hat, öffentlich ausgesprochen. Ja, er hat die Zeremonie quasi in eine Ehrung dieses seines Lehrers Heise umgemünzt und so gezeigt, dass dessen Kritik an ihm wie eine innere Stimme bewahrt geblieben ist. Sechstens, in konkreter Utopie leben. In seinem Tagebuch aus russischer Kriegsgefangenschaft berichtet Gollwitzer von der Antwort eines jungen Russen, den er als ehrlichen Kommunisten, Marxisten beschreibt, als er 1947 ihn mit den dunklen Seiten des Stalinismus konfrontiert. Du musst es dialektisch sehen, sagt er zu ihm. Gollwitzer dazu, das dialektische Sehen hilft ihnen über jede Anfechtung der Wirklichkeit hinweg. Es ist das Polster, das den Anprall der Enttäuschungen abfängt, Kraft einer bewundernswerten Fähigkeit, in der Zukunft zu leben und die Gegenwart zu überspringen. Über das faktisch Gegebene auf ein noch nicht Gegebenes hinauszustreben, kann wohl als ein allgemeines Moment alles Menschseins verstanden werden. Im Marxistsein aber bezieht es sich auf die gesellschaftlichen Verhältnisse im Ganzen. Es rückt die Individuen in einen emanzipatorischen Zielhorizont, den Alfred Schmidt als Entherrschaftlichung, Entverdinglichung, Aufhebung der Entfremdung, Reharmonisierung der Mensch-Natur-Beziehung, Implementierung und Pflege einer in sich pluralistischen, humanistischen Werte- und Bildungskultur charakterisiert hat. Kritischer Theorie obliege es, das Bestehende im Hinblick auf künftige Beherrschbarkeit durch solidarisch handelnde Individuen zu untersuchen. Leitet somit das Marxistsein seinen Sinn von einem Ziel her, dessen Erreichbarkeit ungewiss ist, scheint der Übergang von der Utopie zur Wissenschaft vorschnell für beendet erklärt worden zu sein. Luxemburgs Antwort auf das unmittelbare Auseinanderfallen von Reform und Revolution ist die Orientierung auf revolutionäre Realpolitik, was Fricka Haug für die Gegenwart als die Aufgabe begreift, um eine Realpolitik zu ringen,
die den spannungsreichen Vermittlungszusammenhang zwischen Nah- und Fernzielen aufrechterhält. Diese Spannung zwischen dem jeweiligen Tag und einer ungewissen Zukunft durchzieht alles Marxistsein. Loch versucht, diesen Dualismus im Begriff der konkreten Utopie aufzuheben. Da das utopische Moment im Marxistsein im Namen einer ideologisch verabsolutierten Wissenschaftlichkeit verdrängt wurde, bekam er große Schwierigkeiten in der DDR, als er diesen Begriff in den Marxismus einführte. Dieser Begriff gründet auf dem Blochschen Begriff der objektiven Möglichkeit, dessen Bedeutung für die praktische Wegfindung kaum hoch genug eingeschätzt werden kann. Ich spreche von revolutionärer Realpolitik, dazu gehört ein solches Verständnis. In der Tat gilt marxistische Kritik der Entwirklichung objektiver sozialer Möglichkeit. Nochmal, unsere Kritik gilt der Entwirklichung objektiver Möglichkeiten. Und zwar Entwirklichung durch Herrschaftsverhältnisse. Und der Stützpunkt unserer Zielvorstellung sind unverwirklichte Möglichkeiten. Diese können in dem Maße als objektiv begriffen werden, indem wir wirklich werden vom Stand der Produktivkräfte, der menschlichen ebenso wie der sachlichen, getragen würde, aber durch die Herrschafts- und Eigentumsverhältnisse blockiert ist. Wie im Kapitalismus Bürgertum, Bourgeoisie und Bürgerschaft, Citoyenneté, Citizenship, auseinander und Gegensatz zueinander treten, so im Marxistsein zusätzlich Privatmensch und Genosse. Die alltäglich faktische Existenz widerstreitet der identifikatorischen Überzeugung, also dem politisch-ethisch-geistigen Leben der Solidarität. Marxistsein unter liberal-rechtsstaatlichen Bedingungen bedeutet zunächst eine formell bürgerliche Existenz mit antibürgerlichen Ideen und Elementen entsprechender Praxis. Michael Brie analysiert diese Spaltung am Beispiel von Lothar Kühnes Anspruch an sich selbst unter den Bedingungen der DDR konkret mit Elementen kommunistischer Praxis zu beginnen. Mit einer Formulierung von Günther Anders begreift er dies als das Unmögliche, dass er zwei absolut verschiedene Typen von Dasein gleichzeitig verkörpert, sich arbeitend als Konformist benehme, handelnd dagegen als Nicht-Konformist, dass er also ein schizophrenes Leben führe und aushalte. Heise, der Kühnes antinomische Situation teilte, aber eine produktive Balance in ihr fand, beschreibt dessen Tragödie so. Der so genau den Weg vom Allgemeinen zum Einzelnen, so präzise das Verhältnis von Ideal und Wirklichkeit zu analysieren, so genau das Vermittlungsproblem angehen konnte, rieb sich dennoch wund an den Widersprüchen des Sozialismus. Der so ungeduldig vorwärts drängte, explodierte innerlich, wo der Zustand vergötzt, der je Erreichte verabsolutiert, wo das ewig Gestrige in erneuerter Form ihm entgegentrat. Der praktisch bewegen wollte, erfuhr die Praxis als Faktum und war aufs Theoretische begrenzt. So sehr er seine Wirkungsbedingungen akzeptierte, sich auf sie einließ, entstand eine Hochspannung der Wirklichkeitsbeziehungen im Ineinander von Bejahen und Verneinung, die ebenso produktiv ihn machte wie zerrieb. Im November 1985 ging Kühne in den Tod. Jetzt kommt ein Nachwort, Wir und Jetzt. Nach Geschichtsbrüchen wie dem von 1989 folgende, und eigentlich ist der Bruch noch immer nicht zur Ruhe gekommen, stellen sich viele der mit unserem Thema verbundenen Fragen anders als zuvor. In solchen Momenten gilt Volker Brauns, gestern wusste ich's, aber heute muss ich's lernen. Gestern wusste ich's, aber heute muss ich's lernen. So war es nach der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, dem Ersten Weltkrieg, mit dem Versagen der Zweiten Internationale. Wieder anders, nach dem von Nazi-Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieg mit Herrenvolk und Endlösung, gefolgt von der nuklearen Vernichtung Hiroshimas und Nagasakis durch die USA, um es den Russen zu zeigen. Dass Walter Benjamin noch ohne Kenntnis des ganzen Ausmaßes Revolutionen statt wie Marx als Lokomotiven der Geschichte als den Griff zur Notbremse beschreibt, setzte ein solches Signal. Und wir Heutigen? Wir sind Sabbatistas im Wissen, dass es keine zentrale Stelle gibt, von der alle Antworten kommen. Weder in der Gegenwart noch in der Vergangenheit.
Wir schöpfen bestenfalls aus rationalem Diskussionszusammenhang. In dieser Hinsicht sind wir nicht anders als jede bürgerliche wissenschaftliche Gemeinschaft. Was uns von dieser unterscheidet, ist die Kritik, und was diese uns niemals verzeiht, ist die Kritik am Klassencharakter der Verhältnisse, am kapitalistischen Raubbau an Mensch und Natur, sowie Standpunkt und Perspektive der menschlichen Gesellschaft oder der gesellschaftlichen Menschheit, wie Marx das, noch der relativ junge Marx, in der vorletzten Feuerbach-These sagt. Doch die Fusion der Arbeiterbewegung mit Marx'scher Theorie und Handlungsanweisung hat sich lange schon weitgehend aufgelöst. Die Arbeiterklasse ist durch die transnationale Verteilung auf der Erdkugel des Anlagekapitals und der arbeitenden Individuen, das Outsourcing der am Weltmarkt aktiven Konzerne, die Migration und die Informationstechnik geprägten Qualifikationen und Beschäftigungsformen neuartig fragmentiert und auseinandergelegt. Es wird erst versucht, allerdings schon seit geraumer Zeit und noch ohne große Erfolge, eine neue Assoziation der produktiven Abhängigen dieser Welt heranzubilden. Noch gibt es sie nicht. Fortschrittsglaube und geschichtliche Zielgewissheit sind daher vergangen. Doch die von Marx weit über seine Zeit hinausgreifend angekündigte Verschlingung aller Völker in das Netz des Weltmarkts und der internationale Charakter des kapitalistischen Regimes sind Gegenwart. Dieser Netzverschlingung hat das Internet eine von Marx nicht vorgesehene Infrastruktur verliehen, ideologisch durchquert und zerstückt, kapitalistisch kolonisiert. Ein Feld, auf dem der Betrug mit der Ausspähung wetteifert, hat das Internet nicht nur unverzichtbare kommunikations- und forschungstechnische Mittel in die Hand gegeben, zum Beispiel das historisch-kritische Wörterbuch, obwohl 20 Jahre vor der Wikipedia begonnen, könnte ohne die Zugänge, die im Internet eröffnet worden sind, gar nicht gemacht werden. Sondern auch eine immense Wissensallmende ist hervorgerufen worden und damit ist der marxischen Vorstellung vom General Intellect der Menschheit, ihrem assoziierten Verstand, eine materielle Grundlage gegeben worden. Also die objektiven Möglichkeiten sind eigentlich ganz andere und viel reifere geworden. Als das Internet noch in Kinderschuhen steckte, hat das von Fricker Haug geleitete Forschungsprojekt zur Automatisierung die von dieser Automatisierung bewirkte Intellektualisierung der Produktion beschrieben, die einen partiellen Rückbau des Gegensatzes von Arbeitern und Intellektuellen ankündigte. Heute steht die Automatisierung der Automation auf der Tagesordnung. Und nicht nur die Lohnabhängigen, unter denen die ab 1980 Geborenen bereits in eine durch PC und Internet geprägte Welt hineingewachsen sind, sind unvergleichlich informationsgewandter und intellektueller als jede frühere Generation. Die jetzige Generation macht sich zunehmend auch an die überfällige Entpatriarchalisierung der Geschlechterverhältnisse. Zugleich ist sie konsumistischer, trainiert in Schnäppchenjägerei, weniger nahe an Klassenbewusstsein und Solidarität. In der weiteren Bevölkerung nähren Krisen und Prekarisierung der Arbeits- und Lebensbedingungen einen spontanen Antikapitalismus, der sich in kurzlebigen Massenprotesten wie der Occupy-Bewegung nach links ausbreiten, aber auch nach rechts ins potenziell oder tatsächlich faschistische umschlagen kann. Kein letztes Gefecht ist in Sicht. Der Satz des Manifests, Untergang der Bourgeoisie und der Sieg des Proletariats sind gleich unvermeidlich, ist verblasst neben dem Satz vom gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen. Unsere Frage nach dem Marxistsein jedoch, hat der geschichtliche Einschnitt genau damit neu auf die Tagesordnung gesetzt. Jedenfalls aus dem Schatten des organisierten Kommunistseins, für den das Marxistsein sekundär ist, ist als die fürs Erste vor allem, vielleicht sogar nur mehr aktuelle Gestalt, die Gestalt der Marxistin und des Marxisten hervorgetreten. Freilich nicht im Zeichen der Macht, ganz im Gegenteil. Aber doch im Zeichen der Verbindung von Wissen mit Solidarität,
theoretisch gebildetes Element in der Organisation kollektiver Handlungsfähigkeit und unverzichtbar. So, vielen Dank für Ihre Geduld. Vielen Dank, Wolf. Vielen Dank allen. Ja, vielen Dank, Wolf. Vielen Dank allen hier auf dem Podium. Wir haben noch Raum für Diskussion, Fragen oder wir lassen die drei Beiträge, die ja alle für sich genommen sehr eindrücklich sind, für sich stehen, machen eine Pause von etwa einer Viertelstunde bis zu der nächsten Veranstaltung. Das wäre eine Option. Gibt es Wortmeldungen? Gut, dann doch, es gibt eine Wortmeldung. Dann darf ich vielleicht bitten, da kurz ein Mikrofon hinzubringen? Ja. Thank you, all the three speakers. I want to ask questions to the Chinese comrade. Hello, can you hear me? Yes, because there is a shortage of time, so I'll just ask one question to the Chinese comrade Marxist scholar, that we are sitting in a capitalist country and we have Rosa Luxemburg Foundation and we are able to criticize Marxism. As a Marxist in China, would you support an initiative or an activity which criticizes socialism and praises capitalism? It's a very tricky question, but it also touched on the complicated condition in present China. On the one hand, I would say that yes, it's very possible, but you need to do it with a very clear awareness about what's the condition there. You could be critical and you could be very radical, but you need not just to touch on the very nervous nerve. Just one little word. You know, what I said in my speech is a short version of an article of the Historical Critical Dictionary of Marxism. This dictionary of Marxism is now being published in China, the first volume today or tomorrow. So this is kind of a reality answer. Okay, dann würd ich sagen, wir nehmen uns eine Pause und um 20.45 Uhr ist das von Mario bereits genannte und ausgedruckte Programm. Dankeschön. Schon interessiert, das auch mir hilft.